Einfach nur zocken. Neues Video und damit hallo erstmal. Clone Drone in the Danger Zone. Schöner Name. Habe ich gespielt in einer Beta-Version, hatte eine Demo-Version vor ein paar Wochen, ein paar Monaten. Ich weiß gar nicht. Findet er auf meinem Kanal aber, wenn er danach sucht. Da war es noch nicht draußen. Jetzt ist es mittlerweile draußen und ich habe es mir geholt. Weil ich es ganz geil fand. Ich fand die Demo-Version ganz geil. Das ist so ein Game, wo ihr mit einem einzigen Schlag quasi das Match entscheidet. Und das finde ich ganz cool. Sehr taktisch, aber nicht zu taktisch, weil das ist immer noch ein Arcade-Game. Das ist cool gemacht, hat eine coole Balance, sag ich mal. Und ich würde einfach mal ein bisschen zocken und mal gucken, wie es so. Also ich weiß ja, wie es ist, aber einfach mal weiter zocken. Es ist ja hier einfach nur zocken. Gucken wir mal, was haben wir? Lassen wir auf Normal stehen. Grafik. Fürs Video. Mal ein bisschen Sound runterdrehen, ne? Hat er das jetzt angenommen? Ja, okay. Spielsteuerung, nö, Mehrspieler. Also man kann es anscheinend mit mehreren Leuten spielen. Ich weiß nicht, ob man dann gegeneinander spielt. Habe ich aber jetzt auch keine Lust. Sprache bleibt Deutsch. Wir gehen erstmal in den Einzelspieler-Modus und machen hier Story-Modus. So, Schwierigkeitsgrad lassen wir auf Normal. Ich habe, glaube ich, damals in der Demo-Version habe ich, glaube ich, auf Easy gestellt. Halt fürs Video. Aber jetzt machen wir normal. Lola Ballard. Okay. Kommentatron, wenn du ein Mensch wärst, welchen Rat würde wohl ein Mensch geben? Sie würden bestimmt sagen, trinkt viel Wasser. Was haben die Menschen nur mit ihrem Wasser? Also, als ich es gezockt habe, die Demo-Version war es sogar noch auf Englisch und nicht auf Deutsch. Okay, wenn die Schwerter kreuzen, wird automatisch geblockt, klar. Horizontalangriff, Angriff, Vorwärtssprint bewegen. Okay. Also ein Schlag bedeutet hier den Tod. Von daher muss man vorsichtig sein. Und zack, Gewonnen. habe ich ihn erwischt. Gute Arbeit, Mensch. Bedanke dich mal schön bei Upgrade Boot. Ich weiß gar nicht, was die mit Mensch haben. Ich bin kein Mensch. Okay, der nächste. Was ist das? Achso, ne, das sind die, glaube ich, die Mensch, Roboter, bitte die. kehre zum Ich muss jetzt Aufzug quasi zurück. hier wieder runter. Recycling ist sehr Ich wichtig. kann, die kann ich nicht, ne? Schade. Okay, nein, ich muss wieder runter. Weil ich natürlich jetzt, das ist eine Arena, man Tatsächlich. bekommt Drei Roboter Upgrades. gehen mit ihren Schwertern auf einen anderen Roboter los. Auf den Roboter mit Okay, hier, Menschenverstand. Upgrades Wie man verfügbar. drei Roboter Gucken wir besiegt. doch mal. Na, so wie man einen Was Elefanten haben wir isst. denn? Man Jetpack? schneidet Fliegt sie in nach kleine vorne wie eine Stückchen. Rakete. Zusatzleben. Du erstellst einen Klon, der bei deinem Ableben übernimmt. Oh, das ist nicht schlecht. Tritt deine Feinde nieder. Dein Schwert brennt, okay. Block Projektile im 90-Grad-Winkel ab. Okay, ist nicht schlecht, wenn man beschossen wird. Zwei Energie oder schalte den Bogen frei. Ah, ich würde mir so ein Zusatzleben gönnen. Klon erschaffen. Ein Klon. Großartig. Nice. Okay. Dann, so sieht es jetzt gerade da draußen aus. Das ist auch ganz cool gemacht, ne? Und diese Sägen. Da kann man die Gegner auch reinlocken. Ja, hier mal probieren. So, wir gehen in die Arena. So, pass mal auf. Ah, schade. Rampe. Haha, ich spring drüber. So, den ersten habe ich. Den zweiten habe ich. Den dritten habe ich. Die Beine abgeschlagen. Dieser Mensch schlägt sich gut. Es ist Ja, nice. Es einem macht voll Roboter Bock. ziemlich ähnlich. Aber nicht ähnlich genug. Nein, nicht ähnlich genug. Was Ah, mit kannst du Upgrades. uns über die Okay. nächste So, Herausforderung Stufe 3. berichten? Ihr seht, Genau das da wollte ich sind dich Leute fragen. mit Bögen. Weich der Frage nicht aus.
Roboter mit Mücken. Vielleicht sollten wir uns dann... Sehr gut. Mal sehen, wie der Mensch mit Pfeilen umgeht. Teil kaufen. Hier. Projektile abblocken. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Machen wir auch. Okay. Wollen wir mal schauen, ne? Was wir hinbekommen. Wie kann ich den Projektil blocken? Macht das automatisch. Oder muss ich schlagen? Oh ja. Nice. Oh, hey. Sollte ich alle auf mich schießen? Wie geil. So cool. Hey, komm mal nicht. Ja, geil. Hey, das macht Spaß. Ich war mir ziemlich sicher, dass er erledigt wäre. Na ja, jetzt können wir uns ansehen, wie er gegen noch mehr Roboter antritt. Vielleicht wird er dann später sterben. Und jetzt sehen wir. Bogenschützen und Schwertroboter arbeiten zusammen. Eine wunderschöne Kombination. Wie mache ich genau, das? Genau, ein echter Klassiker. Schwung, okay. Jetzt glaube ich, hab's raus. Diesen Schwung, den beherrsche ich irgendwie noch nicht immer. Ah, doch, jetzt, ja. Jetzt. Okay. Ja, man muss ein bisschen üben. Der nächste Kampf wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Achso, Moment. Was erwartet mich denn da draußen? Da kann man nicht sehen. Da ist ein Bogenschütze, glaube ich, oben. Mehr kann man aber nicht sehen. Da oben ist auf jeden Fall ein Bogenschütze. Aha. Okay. Gucken wir mal, was gönnen wir uns denn? Wir haben einen Punkt. Brauche ich einen Bogen? Projektile abblocken 2, block Projektile im 180 Grad ab. Ah, ich glaube, ich nehme den Bogen. Ich gucke mir mal den Bogen an, wie das funktioniert. Ah ja. Waffe wechseln, RB. Ah ja, das geht gut. Alles klar. So, den ersten haben wir down. Oh, da ist auch noch einer. Ah, okay. Wow, Leute, wo kommt ihr denn jetzt her? Cool. Der hat ein Jetpack oder was, ne? Boom. So, jetzt muss ich natürlich nur noch den da oben kriegen. Dafür wäre ein Bogen natürlich nicht schlecht. Zumindest habe ich ihn runtergehauen. Ist er tot? Ah, jetzt ist er tot. Jetzt. Gewonnen. Gut gemacht. Upgrade Mode. Deine überlegenen Upgrades haben diesen Menschen gerettet. Ah, okay. Nice. Wusste ich nicht, dass man da so spielt. Sag aber gut, die Gegner haben es auch gemacht. Naja. Ja, gut. Machen wir uns ein neues Update. Oder Upgrade. Für unsere nächste Herausforderung haben wir einen Stargast. Wer ist es denn? Das wirst du gleich herausfinden. Aha. Stargast. Okay. So, was kann man nehmen? Um 200% breitere Pfeile. Breitere Pfeile, okay. Jetpack, was kommt da oben? 25% schneller. Ich weiß nicht, ob ich ein Jetpack brauche. Tritt ist natürlich gar nicht schlecht. Feuerschwert ist natürlich auch ganz nice. Energie. Ich weiß nicht, was ich mit
Energie tun kann. Egal, nehmen wir mal. Okay, los geht's. Wir gucken uns den nächsten Gegner an. Ein Stargast. Schau mal nach oben. Der Imperator tritt ein. Der Imperator? Oh! Meine lieben Roboter. Wir haben die wenigen Menschen gefangen, die dreist genug waren, sich in unser Reich zu wagen. Das ist aber noch nicht genug. Milliardenfach wartet ihr Verstand darauf, von uns geerntet zu werden. Bald. Bald schon wird unsere Flotte den nächsten Außenposten der Menschen erreichen. Während wir warten, schauen wir uns eine Demonstration unseres neuesten Kampfroboters an. Ich präsentiere euch den Spinnentron 5000. Hey, oh, ha, okay. Was kann der? Er wirft Granaten auf mich. Ja, nice, okay. Er wirft einfach Granaten. Den hole ich mir zuerst. Die hole ich mir alle. Alle nieder. So, den Spinotron, denn der ist schon niedergemacht. Jetzt kommen die Leute hier dran. Ach so, das ist die Energie. Ah, shit. Ah, der hat nur noch ein Bein, der hüpft auf einem Bein, wie geil. Wow, der hat mich fast erwischt. So, der hüpft nicht mehr. So, du hüpfst jetzt. Und jetzt? Aha, okay. Sag mal, stirb. Was mit dir? Na, endlich. Ach, wie ich den Geruch von der okay, nice, der Spinobot. Kommentatron. Das ist doch geil, man kann die so schön komplett gehacken. Ne? Du hast mir jetzt von deiner Nasen mega kleine erzählt. Stücke hacken. Nicht meine Stücke wegnehmen, ich will da noch draufhauen. Dann hau ich dich um. Ich er schleppt, ja, wie geil. Also das macht echt Bock, das Game. Das muss ich sagen, das macht echt Bock. Tatsache über Menschen. Schieß los. Manche von ihnen heißen Mark. Sind die dann besser als die, die nicht Mark heißen? Nein. Sehr verwirrend. Blöde Späße machen die. Sehr blöde Späße. Naja. Okay, was nehmen wir? Ich finde diese breiten Pfeile ganz interessant. Ich finde natürlich aber auch ein brennendes Schwert ganz cool. Nehmen das brennende Schwert. So, mein Schwert brennt. Hey. Zack, auf geht's, nächster Kampf. Freu mich schon. Was erwartet uns? Na, kann er was? Kann er was? Auf jeden Fall. Konnte nicht viel. Der konnte auch nicht viel. Okay, ich geh mal da. So.
Oh, der hat mich getroffen. Gewonnen. Hurra! Auf dich warten noch zahllose weitere Roboter. Du bist bestimmt begeistert. Alles schön zerhacken. Da kommen die kleinen grünen Roboter. Die kann man kaputt machen, das finde ich auch ganz cool. Das hier aber nicht, okay. So, gucken wir mal, was für ein Update wir jetzt nehmen. Tod dem Menschen. Ist das nicht in allen Gefechten so? Tod den Menschen. Dieses Mal meinen wir es aber ernst. Spinne, die wieder Granaten wirft und so ein paar rote Männer, die ein bisschen besser sind als die blauen. Also, was haben wir hier? Reparatur. Ja, auch nicht schlecht. Dann sollte ich aber jetzt mal den Tritt nehmen. Nicht so ein bisschen... Ja, doch, nehmen wir den Tritt. Tritt ist LB. Okay. Nice. Hier ist Bogen ändern. Für den Bogen brauchst du zwei. Was zwei? Ach, ich habe keinen. Ich habe einen Arm verloren. Ei, jetzt sehe ich das gerade erstmal. Okay, und das bleibt so? Kann ich nicht mich reparieren? Wenn ich sterbe, bin ich der hier. Na komm, ich kann nur mit einem Arm kämpfen. Den kriege ich auch noch hin mit einem Arm. Also, den Bogen können wir nicht benutzen, aber dafür können wir jetzt treten. Den ersten Tritt ich auf jeden Fall weg. Oh! Okay. Hier geht's richtig mächtig ab. Oh, jetzt haben sie mich. Jetzt haben sie mich, ja. Ja, das ist schon krass. Also, jetzt habe ich noch einen hier. Schon ein bisschen schwerer. Ich glaube, ich sollte nicht weglaufen. Ich glaube, ich sollte kämpfen. Die Pfeilleute sein lassen. So, den einen haben wir schon mal. Und die Pfeilleute haben nämlich jetzt den anderen erledigt. So, jetzt haben wir die nämlich kaputt und jetzt können wir uns um die Spinnen kümmern. Da liegt übrigens mein Avatar. Oh, der hat mich mitgenommen da hinten. Oh, oh. So, den ersten haben wir down. Gewonnen. Sehr schön. Den Kämpfer darf ich gar nicht gut abpacken. Hoffentlich erleidet er im nächsten Gefecht keinen schrecklichen Tod. Okay. Wir brauchen aber ein weiteres Leben. Bühne frei für den Mark 3 Kampfbogenschützen. Der Mensch hat keine Chance. Diese Bogenschützen sind auch mit einem Schwert bewaffnet. Hast du gesehen, wie die sich bewegen? Das wird schnell vorbei sein. Okay. Ich bin ja kein Mensch. Das ist auch noch verwirrend, aber naja. Wir werden uns jetzt ein weiteres Leben erschaffen. Du bist privilegiert, Mensch. Backups dauern normalerweise Stunden. Wir waren schlau und haben vermutet, dass du nicht sterben wolltest. Okay, jetzt haben wir Bogenschützen, die ebenfalls ein Schwert haben. Aber nicht der. Das war's schon? Leute, wollt ihr mich verarschen? Ja. Der nächste Kampf wird. Gib mir mal ein paar Gegner. Im Weihnachtslook. Das ist auch so krank, ey. Naja. Bühne frei für eine überwältigende Anzahl Schmiedroboter. Manchmal ist Quantität besser als Qualität. Das stimmt. Also, ich habe bisher kein Problem, deswegen werde ich mir jetzt noch ein Leben nehmen. Was ist denn hier? Hoch mit dir, du erholst dich schnell von Niederschlägen. Das ist auch nicht schlecht. Was kommt denn jetzt auf mich zu? Lass mal eben gucken.
der Imperator ist wieder da. Okay, dann wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen kritischer. Ich nehme das hier erstmal. Ich habe ja ein zusätzliches Leben. Passt. Passt schon. So, mal gucken. Aua, der hat mir... Komm, oben schon an. Nur die Hand, ich weiß nicht, was ich weiß. Auf jeden Fall hat er mich getroffen. Oh, was? Die sind aber auch... hart. Der eine hat nur noch ein Bein. Ich muss mal gucken, dass ich vielleicht den einen oder anderen wegschieße. Ja, die weichen so gut aus. Kann ich da oben drauf landen? Ja. Nice. Kommt doch keiner hoch, oder? Ja gut, die können natürlich auch die Sprungkissen benutzen, klar. Nicht hoch. So, jetzt werde ich mal gucken. Ja, die treffen einfach nicht. Ah, okay. Noch einen getroffen. Ja, man muss natürlich alles ausnutzen, ne? Sämtliche Spielmechaniken schön ausnutzen. Wird aber noch mal ein harter Kampf hier. Oh! Niederlage. Der Mensch ist gestorben. Okay. Dane Miles. Das sind die anderen Menschen anscheinend. Ach, der Spaß hört niemals auf. Für uns Roboter zumindest nicht. Für die Menschen ist schnell Schluss mit lustig. Okay, hab ich denn jetzt... Ich hab keine Fähigkeiten mehr. Gewonnen. Wow. Sehr ordentlich. Vielleicht hat dieser Mensch einen Kaffee getrunken, bevor er hochgeladen wurde. Getränk auf Wasserbasis? Getränk auf Wasserbasis. Okay. Das heißt, es ist was kein Roguelike. Der nächsten Herausforderung erwarten? Der Mensch hat einen einzelnen Schwertkämpfer besiegt. Wollen wir mal sehen, wie er sich gegen mehrere Gegner anstellt? Wir können jetzt... Ich weiß gar nicht. Nein, das ist kein Roguelike. Ja, wir haben halt nichts bekommen. Das heißt, es ist kein Roguelike. Es geht einfach wieder von vorne. Und wir müssen das halt in unserem einem Versuch schaffen. Ja, ich habe den Tritt auch kaum verwendet. Jetpack habe ich auch noch nicht genommen. Ich weiß mal nicht, ob ich es brauche. Ich werde jetzt hier Projektile direkt geben. Okay, was kommt auf uns zu? Drei von denen. Ja. Vielleicht war dieser Mensch ein Profigamer. So. Also, Projektile blocken haben wir schon. Analysebot, was hältst du denn von Pfeilen? Mit denen kann man Supermenschen umbringen. Ich stimme zu. Mal sehen, ob sie denn da treffen. 90 Grad Winkel. 180 Grad Winkel. Was bringt es mir, einen Pfeil nach hinten abzulenken? Das weiß ich nicht. Das ist gut. Ich glaube, ich werde mir mal... Also den Bogen,
gerade, ich habe einmal ausnutzen können, dass die da unten rumstanden. Sonst hat der Bogen mir nicht viel gebracht. Ah, zulassen. Wie nett. Jetzt werden mehrere Versionen dieses Menschen sterben. Okay. Vielleicht werden sie ja auf verschiedene Arten sterben. Das werden wir sehen. Also, die Bogenschützen sollten auch kein Problem sein, wenn wir ablenken und töten. Außerdem sollte der eine sich den anderen töten. Nice. Okay, die töten sich meistens selber, wenn... Ich brauche zum Glück auch nichts machen. Nur drauf zulaufen und die Pfeile prallen ab. Das ist schon mal sehr gut. Kinderspiel. Ja, das war easy. Leider recht. Was kommt als nächstes? Analysebot? Die Bogenschützen und Schwertroboter machen gemeinsam den Menschen fertig. Wie aufregend. In der Tat. Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme, glaube ich, noch ein extra Leben. Und kann man nehmen. Da ist dein Klon, Mensch. Wir haben ihn sogar in deiner Lieblingsfarbe angemalt. So, okay. Die kommen angesprungen. Ich werde mir direkt den ersten hier schnappen. Den zweiten hier schnappen. So, ich bin hier erstmal sicher. Na, da kommt einer hoch. So, die beiden sind down. Okay, der auch. Wo ist noch einer? Na, da. Ich hab den doch getroffen. So. Dieser Mensch ist ziemlich gut. Ob der nächste wohl auch so weit kommen wird? Ich hätte mir gewünscht, dass man, irgendwie einen kleinen Erfolg. Wegen seiner langen Beine kommt man gar nicht an den Kopf ran. Und wenn man ihm die Beine abhackt? Versuchen kann man es ja mal. Hm, was nehme ich jetzt? Ein Jetpack. Ich weiß nicht, ob das Jetpack so cool ist. Um abzuhauen vielleicht. Ich nehme das mal. Ich probiere das mal aus jetzt. Gucken, was sagt er? LT halten. Okay, LT. Aber es ist halt auch... Na gut. Es braucht Energie. Da unten haben wir ja meine Energie. Naja. Ah, die Spinne. Gar kein Intro jetzt gehabt, ne? Ach komm, ich schnappe doch die Spinne. So. Spinnen von 5000 ist erledigt. Stimmt, wie schade. Jetpack ist gar nicht schlecht. Kann man schnell mal mit abhauen. Der Mensch hat die Bogen. Den Tritt brauche ich noch. Jetzt kommen die Schwerter dran. Er kann doch nicht alle Gegner überleben. Okay.
Ich glaube den Tritt, oder? Oder das Feuerschwert? Ach, ich weiß nicht, ob das Feuerschwert so viel mehr getaugt hat. Energie wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja. Speier Feuer. Cool. Tja, ich nehme den Tritt. Okay, ab geht's. Wir haben Jetpack, wir haben Tritt, wir haben keinen Bogen. War bisher auch überflüssig. Okay. Aua! Ich habe einen Arm verloren. Ich habe eine neue Technik. Okay, es geht aber dieser auch. Mensch stellt sich einfach beim Roboter nur so Kämpfen gar nicht so schlecht an. Gucken wir mal, ob das weiterhin so klappt. Ich habe anscheinend meinen Arm durch. Mensch, bald bekommst du Feuer unterm Hintern. Absolut. Okay, ja, das war gerade hart. Da habe ich, glaube ich, Leben verloren, ne? Mal schauen, was nehmen wir denn? Das hier war ganz gut. Wenn da zwei Spinnen sind mit diesen Granaten, dann ist das ganz gut, wenn ich schnell wieder hoch bin. Das hat mir nämlich gerade ein Leben gekostet. Ich werde auch erstmal probieren. Okay, ich bin schnell wieder oben. Das ist schon mal gut. Eine Spinne down. Wow, okay. Vielleicht. Wow, okay. Die Spinne ist noch nicht down. Wow. Ja, ich muss aufpassen. Ich muss ganz schön aufpassen. So, der ist down. Der ist noch nicht down. Der ist down. Jetzt ist sie down. Der ist down. Was haben wir denn noch hier Schönes? Der spuckt immer noch. Ah, der eine hat nur noch ein Bein. Jetzt nur noch ein Bein. Jetzt ist das Ding kaputt. Endlich. Oder? Es ist immer noch nicht kaputt. Was macht es denn? Wow. Jetzt ist es kaputt. So, und der auch. Wow. Geschafft, ohne Leben zu verlieren. Der Spinnentron 5000 wird zurückkommen. Hoffentlich ist dieser Mensch bis dahin Geschichte. Harter Kampf. Harter Kampf, muss ich sagen. Und jetzt ist es an der Zeit. So Leute, das soll's aber jetzt fürs Video gewesen sein. Der Mark 3 Kampfbogenschütze ist wirklich unaufhaltsam. Im Gegensatz zu vorigen Versionen ganz geil. Ich hoffe, ich kann es speichern. Außerdem kämpft er nicht alleine. Ja, wir werden sehen. Also, macht's gut, lasst dem Video ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Einfach nur zocken. Also, ciao, ciao.